Hallihallo und herzlich willkommen beim MakerDrake Hexi Projekt. In diesem Projekt werde ich für die Operators kämpfen, das ist der Clan der OPs sozusagen. Er wird natürlich ohne irgendwelche Vorteile sein, aber wir haben jetzt einfach mal gegründet, weil wir recht viele sind und da darf natürlich auch jeder beitreten. Aber hauptsächlich werden wir auch alleine agieren und uns eine Chocobo-Farm machen in diesem Hexit-Mod. Und ja, die Welt erkunden, Dungeons plündern und so weiter. Und immer wieder gibt es dann Parts, wo andere Leute dabei sind. Momentan ist es morgen und niemand on. Aber täglich sind ungefähr so 5 Leute on und haben hier auch schon gebaut. Das kann ich alles noch zeigen. Oder sonst in einem Vorstellungsvideo. Ja, wir bauen hier oben auf diesem Berg unsere Farm. Und dazu müssen wir natürlich Holz sammeln am Anfang. Und dann ein bisschen Basalt. Ich möchte gerne ein bisschen dunkel. Also unser Clan ist so ein bisschen schwarz. Also zum Großteil ist er schwarz und hat noch Rot und Blau da drin. Blau, weil Megakurman Blau gern hat und Blue Plays D und so. Und Rot, weil ich Rot gern habe und andere auch. Und Schwarz, weil es einfach cool aussieht. Wir wollen nicht böse sein. Wir haben nicht Schwarz gewählt, weil wir böse sein wollen. Wir sind nette Ding, Leute, die andere unterstützen, vor allem Clans, die dann nicht so groß sind. Und ja, dazu sind wir eigentlich auch die aktivsten, vor allem momentan noch. Und ja, ich zwar nicht, aber ich kann da auch viel machen. Ich muss viel machen, wie zum Beispiel Whitelist einladen, Leute auf die Whitelist machen und so weiter. So, wir brauchen eine Wooden Pickaxe, eine Holzspitzhacke und gehen jetzt mal ein bisschen runter. Ja, dort drüben hat Cubanello gebaut. Das ist ein guter Kollege von mir. Oh, hier hat es Erfahrungspunkte. Wow, ein Level. So, wir wollen aber irgendwo anders Stein holen, nicht bei ihm. Ja, das sind nur Steinbricks. Die gehen nicht. Da unten könnten wir nehmen. Oder wir graben uns hier irgendwo rein. Genau, so machen wir hier nicht eine kleine Höhle. Wir machen ja sowieso einen Keller. Genau. Hier haben wir auch noch Marmor. Das Weiß ist Marmor. So. Also es gibt viel verschiedene neue Blöcke. Zum Beispiel hier eben Marble, also Marmor. Dann eben Basalt und ja, so weiter vom Bioms, wie heißt das, der Mod? Extra Bioms XL, glaube ich. Hat es noch viele Blöcke und so weiter. Und das ist jetzt erstmal ein Serverprojekt, wenn wir dann wirklich, eine Fackel setzen, Drago. Wenn wir dann wirklich ein großes Projekt haben und großen Server und so, dann können wir wirklich mal den Server auch umgestalten und ihn besser machen. Aber momentan haben wir jetzt einfach Vanilla Hexit, also ganz normales Hexit und kein Bucky dazu. So. Jetzt brauchen wir auch ein bisschen Kohle. Da unten hätten wir Kohle. Aber wir müssen auch schauen, dass die Monster uns nicht angreifen, weil die sind auch schwer. Wir haben den Server schwer gemacht, damit alle eine Herausforderung haben. Dadurch präsentiert sich auch sehr viele Grabsteine in der Umgebung. Die werden, wenn sie wirklich nicht weggemacht werden, nämlich abgerissen. Dann bekommt man auch aber auch die Items nicht mehr zurück. Deshalb alle, die hier auf dem Server spielen und sterben, holt den Grabstein am besten so schnell wie möglich wieder.
Spielt ein bisschen vorsichtig oder fragt nach Hilfe. Es gibt viele Spieler, die euch da helfen können. Bei mir könnt ihr Chocobos abholen, müsst ihr halt einfach kaufen oder eventuell bekommt ihr sie geschenkt, je nachdem. Und mit den Chocobos könnt ihr dann sehr schnell reisen. So, Kohle haben wir, aber jetzt haben wir den Weg nach oben eigentlich uns verplant. Wir sind runter. Kommen jetzt nicht so schnell den Berg hoch. Einstein. So. Gut. So. Fackeln haben wir auch, das ist sehr wichtig. Jetzt brauchen wir noch Stöcke. Ein Schwert, sehr wichtig. Eine Axt ist auch unbedingt wichtig. Dann holen wir uns ein paar Dschungelholzblätter. Das geht jetzt auch schneller, weil es... Oh. Ich kann es nicht ansehen. Ich muss das Diamantenzeugs holen, wenn wir Eisen haben. Weil Diamanten können jetzt auch an der Oberfläche spawnen. Das ist jetzt anders hier in Hexit. Und das finde ich richtig cool, aber auch viel zu OP. Da hat man sofort eigentlich Diamanten. Der Diamant hat an Wert verloren in diesem Mod-Pack. Und das ist ein bisschen schade. So, wir haben natürlich Captor-Mod drin. Also eigentlich sollte jetzt, genau, ein bisschen länger gehen. Und jetzt auch den ganzen Baum. Der ganze Baum kommt runter. So, also er fällt um in sich zusammen, sozusagen, durch diesen Tree Captor Mod. Schade, kein Setzling. Oh, das wäre noch ein guter Baum. Der hat nämlich so lila Holz. So richtig für... Ich weiß schon, jemand macht ein lila oder ein violettes Reich. Und das wäre cool. Also wenn ihr das Video gesehen habt von der Ankündigung, dort erkläre ich euch alles, dann wird es richtig cool. Und ihr dürft auch mit reinkommen. Ihr müsst uns euch einfach über die E-Mail draco mit c basel@gmail.com anmelden. Und dort ja noch ein bisschen Geduld haben, dann bekommt ihr dort eine Bestätigung, dass ihr auf die Whitelist gelandet seid und den Server so betreten könnt. So, wir gehen jetzt wieder nach oben. So, auf dieser Seite kann man guten Berg hoch. Da werde ich auch einen Weg nach oben bauen. Für die, die unten sind, werde ich auch einen Weg nach oben machen per Leiter. Und, ein Schaf ist dort unten. Ja, schauen wir mal, was wir jetzt bauen. Also eben eine Farm. Sollte, ja, hier sollte eigentlich die Weide sein. Wir werden dann das Gerüst hier abbauen und dann die Weide ringsum bauen. Und dazu, wir schlafen jetzt auch gleich mal kurz. Ich habe nämlich ein Bett dort, damit ich den Spawnpunkt hier machen konnte. Der Spawn ist übrigens unten dort beim orangen Ding auf der Karte. Und ich bin einfach nördlich hinter dem Dschungel. So, also. Ja, da sehen wir es. Hier ist mein Haus und hier ist der Spawn. Und hier oben wohnt Kubanella. Hier unten wohnt Rex, so wie er heißt. Und die anderen haben wahrscheinlich erst erkundet. Ich werde wahrscheinlich die World Map dann nochmal anmachen, dann seht ihr, wo es noch nicht erkundet wurde und so weiter. Und ja, mal schauen, was es sonst noch gibt. Ich möchte es euch ja so angenehm wie möglich machen auf dem Server. Und wenn dann alles schon erkundet wurde, dann ist es schon ein bisschen blöd. So, ich möchte aber nicht hier oben eigentlich das Haus bauen. Oder wir könnten hier einfach den ersten... das erste Stockwerk oder das dritte oder fünfte Stockwerk machen. So.
Ja, dann mache ich das am besten da unten hin. Und jetzt haben wir einen O. Haben wir nicht den Ofen gemacht, der muss nach unten sein. Den nehme ich das nächste Mal dann hoch. Hä? Da haben wir auch die Werkbank noch. Jetzt muss ich kurz schauen. Haben wir wirklich den Ofen da unten vergessen? Das ist jetzt blöd. Ja, okay. Wir werden jetzt den Stein holen. Dann machen wir halt den Ofen noch. Dann nehme ich den anderen von unten nach oben. Und wo ist jetzt diese? Da ist es. Ja, da. Bei der Werkbank, stimmt. Also dann machen wir hier nochmals ein bisschen weiter mit der Mine. Für Stein. Redstone können wir nicht abbauen. Und ja, da gibt es noch den Twilight Forest, da können wir auch noch gut bauen. Da dürft ihr erkunden und so weiter. Vielleicht gibt es ja ein Twilight Forest Ding, Clan. Okay, das ist kaputt. Da drüben hat es, glaube ich, noch irgendwo ein Tor. Ich möchte euch nämlich die World zeigen. Ah, da hat es noch eine Ruine. Sehr gut, sehr schön. Hier ist auch ein Meteorit runtergekommen. Sorry, Kubanel, aber ich hol ein bisschen. Ja, so viel. Zuckerrohr, dann schönen Garten hast du hier. So, und hier. Aha. Hat er ein Schild hingetan mit Markierung. Was könnten wir jetzt gerade kurz suchen gehen? Eisen. Wir müssen Eisen finden, genau. Oh, schaut euch das Vögelchen an. So niedlich. Ich finde solche Mods richtig toll, wo einfach das Ambiente ein bisschen auflockert. Bisschen etwas zu entdecken gibt. Sehr schön. So, ja, wie kommen wir jetzt irgendwo in eine Höhle? Wir haben hier gar keine Höhlen. Das geht mal gar nicht. Dann gehen wir runter. Wir gehen runter, Mann. Voll runter. So. Da runter. Was ist das da? Knochen. Ah, Eisen. Knochen sind einfach Knochen, die kommen Knochen raus. So. Also ich kenne eigentlich Hexit recht gut. Nicht alles natürlich, so Blood Magic und so kenne ich noch nicht. Ich habe das Hero-Projekt geschaut und von Zombie und Debitor und von Porkchop Media. Und das ist so eigentlich das Nachfolgeprojekt von einem YouTuber, der halt noch nicht so erfolgreich ist wie diese Hero-Projekt Mitmacher, aber ich denke, ich könnte auch viel mehr planen. Also da waren es ja nur drei Städte, Rot, Blau und Gelb. Und hier werden es ganz viele Clans mit Städten. Also die schwarzen Städte, also mit dem schwarzen Umrandung, da wird die Stadt gebaut, da dürft ihr nicht bauen, also es wird wieder abgerissen. Außerhalb dürft ihr frei bauen, dürft ihr einen Clan finden. Ihr solltet einfach nicht ins Clangebiet reingehen, wenn ihr nicht gute Beziehungen habt. Oder wenn ihr so komplett neu seid, werdet ihr wahrscheinlich einfach zurechtgewiesen, wo ihr hingehen solltet und so. Und ja, dann mache ich zum Beispiel mit einem bösen Clan Krieg, also unser Clan hat dann Krieg mit einem bösen Ding. Aber es wird nicht so sein, dass ihr dann zu einem anderen Clan geht und alles niederbrennt und kaputt macht, sondern es wird halt einfach so richtige Schlachten geben für die Leute, die wirklich wollen und nicht für die, die nicht wollen. Und wenn ihr wirklich angegriffen werdet, dann blockt am besten. Immer schön blocken. Und aha, er hat das zugebaut, gut. Oder jemand anders. So. Also da warst du auch schon.
Oh, ich bin steck fest. Oh. Weil diese Stalagmiten tun uns so ein bisschen lähmen. Das ist nicht so gut. Also, wir finden hier keine Höhle, das ist schlecht. Vielleicht hier drüben, bisschen versteckt oder so. Ja, es ist schwer jetzt gerade hier etwas zu finden, das wir noch nicht also von anderen User benutzt wurde. So, Serverspeicher gerade. Dann nehme ich hier noch ein paar Holzbretter mit. Baumstämme mit. So. Im Game Mode Modus werde ich natürlich also die Pflanzen wieder anpflanzen und so weiter, damit einfach es ist ja leichter alles abzubauen als alles wieder hinzubauen. Und das sollte aber nicht zur Tagesordnung sein, sonst ja, könnte es sein, dass ihr beobachtet werdet, wenn ihr das macht und vom Server fliegt. Es wäre nicht so gut, aber Arbeit ist ja nichts Schlimmes in Minecraft, das macht sogar Spaß. Und überall sind Workbenches. Ja. Finde ich toll, dass es manche Leute wirklich machen, also schauen, dass sie es nicht machen, sozusagen. Und ja, ich muss essen. Ich muss essen. Gut. Ah, schau, da drüben ist ein Dschungelbaum obendrauf. Schön, schön, schön. So. Dann mache ich das noch. Dann hole ich den Eimer, der da drin ist. Ah, hier hätten wir Cobblestone gehabt. Hätten wir die Ruine abreißen können. Hier sind Knochen drin. Und hier ist der Eimer. So. Und dann gehen wir irgendwo zu Wasser. Ich glaube, da vorne war irgendwo was. Oder das habe ich weggemacht. Bei ihm war irgendwo was. Das können wir kurz den Eimer füllen. So. Ups. Gut. Wir könnten zweimal gehen, dann haben wir einen unendlichen Brunnen. Ja, da geht's schlecht, das ist zwei tief. Hat nichts gemacht. Also, dass es nicht fließend wurde, sondern wieder aufgefüllt wurde. So. Und den Ding werde ich werde hier unten den Garten machen. Dann werde ich den unendlichen Brunnen hier machen. So, nochmals holen. Also in den nächsten Parts machen wir das Haus, machen wir die Chocobo Farm. Wir müssen noch Güsel finden, das könnten wir in diesem Part noch machen. Und ja, erkunden die Dungeons und so weiter. Ich werde sehr viele Dungeons-Folgen machen, wo wir einfach Dungeons blenden. Und später, wenn wir dann nicht mehr den Sinn haben, diese Dungeons zu machen, werde ich es immer noch machen. Also mein Projekt wird eigentlich immer wieder ja, so Zeiten haben, wo ich mich einfach wieder nackig ausziehe und dann wieder irgendwo Dungeons plündere oder so. Also nicht alles mit OP-Sachen immer wieder machen, das ist langweilig. Und bauen, viel bauen. In meinem Projekt wird gebaut. In meinem Projekt wird geredet, also immer wieder Leute kommen hinzu, die mit mir reden, mit mir aufnehmen und so weiter. Und ja, der Anfang ist einfach ein bisschen alleine, weil ich will auch die Spieler nicht jetzt gerade schon zwingen, mit mir aufzunehmen. So. Also, aber ich brauche zuerst Kerne. Ich habe keine
Weizenkörner. Hm. Dann mal reintun das, das, das. Chocobeans. Oder Chacobeans, so wie die sagen. Kakobeans. Eher gut. Für uns Kakobohnen. Also eben Güssal brauche ich, das muss ich suchen. Gehen wir mal in den Sumpf suchen. So. Ah, das sind ja Güssal. Toll. Dann machen wir auf dieser Seite Güssal. Und dieses Projekt kommt täglich. Ein Part. Oder einmal Path of Excel und einmal Minecraft. Ja, so. Also auch ein Hauptprojekt. Und eben, wenn ihr mitmachen wollt im Let's Play, gutes Headset habt und so, dann sprecht mich mal an. Ihr könnt es auch über meine E-Mail-Adresse machen. Und ja, wenn ihr auf dem Server seid, fragt die anderen Spieler, ob sie einen Clan haben oder einen Clan gründen wollen. Und habt Spaß, also zusammen macht es natürlich viel mehr Spaß, hat man Ziele. Man hat sicher dann bei den Clans, also bei uns im Clans ist es so, eine Quest oder so, wo man halt holt euch ein, was ist selten, holt 5 Enderperlen, sozusagen. Und wenn die dann in der Kiste ist, ist der Auftrag erfüllt und die Leute bekommen eine Belohnung über und so weiter, damit man etwas Spaß hat und so weiter. So, zum Beispiel, der Bauernhof braucht unbedingt Kühe. Bringt ein paar Kühe zur Weide, ihr bekommt eine Belohnung vom Farmer. Und dann machen es ein paar und dann hat der Farmer einen Bonus und die Finder haben einen Ding, eine Belohnung bekommen. So, Barley ist auch interessant, das ist gleich wie Weizen, hat aber auch andere Eigenschaften noch. So, hier werden wir noch ein bisschen größer machen, damit wir mehr Weideanbauflächen haben um das Wasser hier. So, aber jetzt beende ich den Part, weil sonst wird er zu lange. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago. Tschüss.